Herzlich willkommen zu Wirtschaft verstehen, einfach und wie immer natürlich klar erklärt. Wir sind hier noch in Darmstadt beim Immobilien-Immopreneur-Kongress von und mit Thomas Knedel. Ne? Und ich freue mich sehr, der Oliver Fischer, hallo. Steffen, ja, grüß dich, ist wieder bei mir. Wir hatten ja schon ein paar Interviews auf dem Kanal, genau. Und er ist Co-Autor meines Buches, das Immobilieninvestoren-Netzwerk, hier 14 Stück. Er ist dabei. Genau. Da habe ich mich sehr gefreut. Und er ist ja Fix- und Flip-Experte. Ne? Also ich bin ja der Buy and Holder. Ich kaufe Immobilien, behalte die. Aber es ist auch interessant natürlich zu erfahren, was es da gibt, wenn man kurzfristig natürlich Objekte wieder verkaufen und kaufen möchte und aufwerten und Gewinne mitnehmen. Ne? Das ist ja auch eine Nische, das ist eine kleine Strategie dahinter, eben genau das auch so umzusetzen, dass es auch risikoarm ist und auch schnell geht. Ja. Du bist dann nicht so der, der so schnell gerne schnell Geld verdienen möchte. Du müsstest es langfristig machen. Ja, ich habe halt auch ziemlich viel um die Ohren und ich habe mich da noch nicht so richtig eingefuchst. Ne? Da muss man natürlich, sagst du ja auch immer, ich möchte das jetzt nicht so schnell nebenbei machen. Ne? Nein, die Grundlagen musst du natürlich kennen und Fix und Flip ist eben auch ein Business. Es ist nicht einfach mal so hier und da und mach mal so ein bisschen, sondern du solltest wirklich die Grundlagen kennen, die Immobiliengrundlagen sowieso, und dann solltest du dich eben auch in dem Bereich auf spezielle Immobilien, die genau nach meinem System zum Beispiel aufbereitet werden können, da solltest du dich drauf konzentrieren. Ja. Und das ist eben auch das A und O, dass du fokussiert bist in einer ganz bestimmten Gegend auf einen ganz bestimmten Immobilientyp. Ja, und dann macht es eben auch Spaß, wenn du 2-3 Mal das im Jahr machst. Das können da schon unheimliche Gewinne entstehen. Mhm. Und die erste Immobilie oder der erste Deal ist nicht der beste. Man muss alles lernen, man muss alles ausprobieren. Aber es ist absolut der wichtigste. Und wenn du dann erstmal das System verstanden hast, dann macht es auch Spaß, die Gewinne wieder, wie du es ja magst, in langfristige Kapitalanlagen zu investieren, Buy and Hold natürlich zu machen. Mhm. Aber auch da gibt es ja auch Strategien mit Co-Investoren, wie Thomas Knedel zum Beispiel auch unseren Mastery-Teilnehmern beibringt, was explodiert ist in den letzten 12 Monaten. Wir haben Millionen umgesetzt. Wahnsinn. Ja. Also das ist natürlich jetzt aufgrund des Niedrigzinsumfelds. Die Leute suchen Kapitalanlagen. Und das haben wir ja schon länger. Ja. Aber der Trend nimmt ja nicht ab, der wird ja eher noch steigend, ne, im Moment. Ja. Ich glaube auch, die langfristige Kapitalanlage wird immer professioneller sein müssen. Wir haben ja aktuell, hatten wir im Vorgespräch darüber gesprochen, dass sehr, sehr viele Kapitalanleger, die schon lange Immobilien haben, aufgrund der Gesetzeslage, oft die ganze Unsicherheit, die im Markt ist und so, die sind jetzt auf der Verkäuferseite. Zum einen natürlich, um Geld zu und Gewinne zu realisieren. Mhm. Zum anderen, weil sie einfach keine Lust mehr haben, ihre Wohnungen und Häuser langfristig zu vermieten. Und wenn dann ein Mieterwechsel da ist, merke ich ganz stark, die letzten 3 Monate ganz stark aufgrund der unklaren Aussagen unserer Politiker im ganzen Bereich Immobilie, ob es jetzt die 10-Jahres-Frist ist, die fallen soll, ob die Bestellerprinzip soll geändert werden oder eingeführt werden in bestimmten Gegenden. Und Mietendeckel natürlich sowieso, Mietpreisbremse, all diese Sachen, die so in den letzten Monaten aufgekocht sind, haben mir eigentlich nur Vorteile gebracht, weil ich viele, viele Verkäufer auf der anderen Seite hatte, die unbedingt schnell verkaufen wollen, motiviert waren, um zu verkaufen. Und so nutzen wir die Krise für uns zum Vorteil. Genau, das war eigentlich auch das Kernthema dieses Videos. Ja, wir haben es schon aufgegriffen. Ja. Was ist denn mit der Krise oder vielleicht einem möglichen wirtschaftlichen Abschwung? Ne? Wie sieht es da aus mit Fix und Flip? Du sagst, dann gibt es ja eher mehr Leute, die euch auch Objekte anbieten. Ja. Und wie ist das dann mit der Käuferseite? Da ist schon noch trotzdem Bedarf. Ne? Das wird schwieriger. Es ist ja so, wir reden immer von Veränderungen und neuen Gesetzen und dies und das. Nur eins wird bleiben, die Leute wollen schöne, saubere, bezugsfertige Immobilien kaufen. Mhm. Und die werden immer das kaufen, was sie sich leisten können. Und wir konzipieren ja auch unsere Angebote auf Menschen, die sich gerade die erste Immobilie kaufen und das auch zum Eigennutz und nicht an Verkaufen kaum an Kapitalanlagen. Okay. Und das wird sich nicht ändern. Das war schon immer so. Die schönste Immobilie zum vernünftigen Preis wird immer verkauft werden. Mhm. Und das ist eben auch der Eigennutzermarkt. 90% wollen was Fertiges, ähnlich wie beim Auto. Ja, das sind auch Leute, die würden niemals einen Unfallwagen kaufen und sagen, ich repariere den selber, ich bringe den selber durch den TÜV und so weiter und dann fahre ich den. Sondern bei einer Immobilie soll es so sein, sie soll fix und fertig sein, bezugsfertig sein, keine Reparaturen haben, keine Mängel haben. Auch wenn sie gebraucht ist, 40, 50 Jahre alt ist diese Wohnung, kein Problem, es soll nur funktionieren. Es muss nicht alles neu sein, es muss alles funktionieren, sauber sein, gut riechen. Und da haben wir verschiedene Verkaufssysteme für, dass wir genau dem Kunden das geben, was er möchte.
Ja, also ich höre natürlich raus, man braucht eine Expertise, man braucht die passenden Handwerker, Homestager vielleicht und so weiter, ne? Das ist ganz, ganz wichtig. Ich kann nicht sagen, ich streiche einmal durch und dann wird das schon, ne? Man braucht ein bisschen muss man sich da schon einarbeiten. Du hast ja auch einen Kurs dazu, ne? Den können wir natürlich auch gern wieder hier drunter anbieten, wo du sogar das Interessante finde ich ja, es ist nicht nur ein Videokurs, ne? Sondern du hast ja zudem auch ein privates Coaching-Element mit da drin, ne? Sag doch mal zwei Worte dazu. Ja, das ist eben das Fix- und Flip-System und das ist so aufgebaut, dass wir eben mehrere Module haben, die verpackt haben und über 6 Wochen freischalten, damit du nicht gleich überwältigt wirst mit dem Content, sondern wirklich Schritt für Schritt, Meilen nach Zahlen, sage ich immer, dass du wirklich das eins nach dem anderen lernst. Und jede Woche treffen wir uns online mit einer kleinen Gruppe von Investoren, die das Gleiche wollen wie du, sicher langfristig investieren, das Geschäft lernen wollen. Und deswegen, da bin ich persönlich auch immer dabei. Das ist auch so ein Ding. Ne? Es gibt so viele, die machen jetzt so Werbung und dann sind die Coaches, die in der Werbung stehen, nicht die, die dann eben die Coaching-Calls machen. Ich spreche mit jedem persönlich und ich mache auch dann abschließend mit den Leuten nochmal einen 1-zu-1-Call, weil jeder hat hier und da Probleme, jeder hat was anderes und das bespreche ich dann nochmal 1-zu-1. Und das ist eben sehr erfolgreich. Ich habe über 125 oder beziehungsweise jetzt ja, über 125 schriftliche Testimonials, die wirklich erfolgreich mit Immobilien gehandelt haben und auch Geld verdient haben. Ja, also Respekt und du bist ja auch etabliert und sage ich mal, jemand, der auch auf seinem Gebiet schon was vorzuweisen hat. Ne? Sag mal abschließend nochmal, wie viele Objekte hast du denn persönlich oder gefixt und geflippt, sage ich mal, ne? Bevor du jetzt mit dem Coaching angefangen hast? Ja, habe ich ungefähr 2500, teilweise eben auch Mehrfamilienhäuser also aufgeteilt, dann die einzelnen Wohnungen verkauft, 2500, Ja, das ist ja 2600. wohl mal eine Hausmarke, ne? Ja. Bevor sich Leute hinstellen, die haben da vielleicht mal zwei, drei Deals gemacht und machen dann Coach, ne? Das ist dann schon mal was Ja, es gibt ja auch welche. anderes. Ne? Da ist der Bruder, ist, hat eine Handwerksfirma und der Vater hat Kohle ohne Ende. Der hat natürlich kein Problem, sowas zu machen, gerade in steigenden Märkten und teuren Märkten. Natürlich ist es dann easy. Wir sind ja jetzt in einem steigenden Markt seit 12 Jahren. Natürlich, da konnte man nichts falsch machen. Nur ich mache es 34, 35 Jahre jetzt. Ja, das Da gab es ist. immer rauf und Ja. runter, aber wir haben Ja. immer durchschnittlich immer Ja. gehandelt. Wir haben immer den Markt bedient, die Leute eben die fertige, schöne Wohnung kaufen wollen. Und wenn der Markt runtergeht, kaufen wir ja auch günstiger ein. Und auch, wo die Leute mal sagen, es gibt diese Immobilienblase. Was ist denn die Blase? 10, 15, 20% Preissenkung, das war's. Es halbiert sich ja nicht, nur weil eine Blase da ist. Und die Blase wird sein, im oberen Segment, die teuren Luxuswohnungen, die werden als erstes runterknallen, wie es jetzt in London und New York ist, die mal eben 20, 30% verlieren. Aber die Brot- und Butterimmobilien, die ich mag, die du magst, Michael mag, das ist das, was immer laufen wird. Die Leute müssen immer wohnen und gerade die unteren Ja, Einkommensschichten das sage ich auch immer, ne? sind am sichersten, absolut. Da haben wir am meisten von. Da macht das Handeln Spaß, das sind nette Leute. Und wie gesagt, 30 Jahre durchgehend, 35 Jahre durchgehend genau diese Immobilientypen gehandelt und immer noch begeistert, leidenschaftlich und es macht Spaß. Ja, super, das ist das Wichtigste, ne? Genau, ist ja auch wie an der Börse, sagen wir mal, solange es hochgeht, ist jeder Aktientipp Ja, fast richtig, ne? genau, Aber ja. die Kunst zeigt sich ja langfristig im Markt zu überleben und Gewinne zu machen, ne? Auch wenn es mal Ja. runtergeht, ne? Und nicht, Ja. dass dann auf einen Schlag alles wieder weg ist. Ne? Ja. Genau, ja. Ja. Es ist ein Geschäft. Man muss es vernünftig Ja, lernen und ja. vernünftig betreiben, fair und ehrlich mit seinen Partnern Ja, sein ja. und dann läuft es auch. Und natürlich die Grundlagen kennen und dann auch mal wirklich Zeit zu investieren, um dieses System zu lernen. Nicht nur einen Kurs kaufen, sondern auch umsetzen. Das Wissen Eben, umsetzen, nehmen die eben. die Zeit, um das Wissen umzusetzen, dann kommt das Geld von alleine. Ist genauso wie mit dem Buch, ne? Du kannst das alles Ja. lesen, sagen, super schön, ne? Jetzt habe ich eine gute Nachtgeschichte gehabt. Das ist ja auch nett, aber wenn du tatsächlich was bewegen willst, musst du es auch umsetzen, ne? Dich inspirieren lassen, sage ich immer, und dann auch ins Handeln kommen, Das ne? ist eben auch der Ja. große Unterschied zwischen einem Videokurs und einem Coaching, dass Ja. ich wirklich mit den Leuten spreche, weiß, weil die Fragen wiederholen sich ja und im Coaching werden eben Fragen gestellt, die alle interessieren und die Antworten natürlich sowieso. Und das bringt auch die Leute dann ins Tun, weil wir auch eine Community Ja, das haben bei stimmt. Facebook, Ja, wo dann, das Persönliche, ne? ja genau, wer Ja. es dann auch bei mir kennt, in der Facebook-Gruppe posten wir vorher Bilder, nachher Bilder. Öffentlich auch die Zahlen, was wurde investiert, was war der Verkaufspreis, wie lange hat es gedauert. Ganz ehrliche, offene Leute und Zahlen da. Und auch sind auch mal Fehler dabei, aber es hat noch keiner Geld verloren. Ich habe aktuell der günstigste Gewinn war 18.000 Euro.
was für viele ja schon unheimlich viel Geld ist. Ja. Das ist bei mir im Moment die rote Laterne. Marc, ich grüße dich. Ja. Und der höchste Gewinn ist mit knapp 300.000 bei einem Deal, aktuell der höchste. Ja. Bei einer Immobilie. Ne? Nicht schlecht, ja. Okay, super. Ne? Ja. Okay, ich denke, das war ein kleiner Einblick. Ne? Wie gesagt, Marktphasen schwanken, Konjunkturphasen kennen wir ja, aber man muss wissen, wie man damit umgeht, ne? Ja. Und was es für Möglichkeiten gibt. Und das war nochmal sehr interessant, wie ich finde, ne? Eben von jemandem zu hören, der wirklich die Erfahrung auch hat über Jahrzehnte und nicht über 3-4 Jahre. Ne? Genau. Ja, ich glaube, für viele ein wichtiger Punkt. Ja. Außerdem mache ich mein Geschäft täglich und es gibt auch andere, die nur aus Vergangenheiten erzählen. Ja, genau. Es läuft ja noch weiter. Ne? Genau. Ja. Ich mag sie eben aber auch gerne. Unsere ganze Familie ist involviert. Mhm. Meine Frau ist eben Immobilienmaklerin. Wow. Deswegen, wir leben Immobilien. Wir lieben es auch. Ja. Okay. Ja, super. Danke dann. Ne? Dann bis zum nächsten Video und beste Grüße und vielen Dank fürs Zuschauen und ja. Bye-bye. Ciao. Ciao.